lass uns über dein ewiges Wesen sprechen. Das ist das Zentrale, das ist das Wichtigste, das ist das Wesentliche, das ist hundertmal wichtiger als alle Methoden, Know-hows, die wir uns aneignen, um einen spirituellen Fortschritt zu erzielen. Viel wichtiger ist diese Erkenntnis, wer du bist, wer der Mensch überhaupt ist als Wesen, wie sind wir strukturiert. Jetzt brauche ich eine kleine geistige Anstrengung von dir. Wir betrachten jetzt Phänomene, wofür es in unserer gewohnten 3D-Realität keine Analogie gibt. Wir sprechen jetzt über Zustände, wofür in unserem Verstand keine passende Schublade gibt. Also, lass uns jetzt live das Direktwissen anzapfen und den Verstand dabei transformieren, damit er mit dieser Information umgehen kann. Stell dir vor, im Anfang gibt es eine Einheit, eine Einheit und nichts außer dieser Einheit. Es ist wie ein fluktuierendes goldenes Licht. Das ist wie ein Urhonig. Alles ist hier enthalten. Alle Potenzialitäten sind da. Und noch keinerlei Diversifizität, keine vereinzelten Phänomene. Alles ist eine Masse, eine Substanz, eine Instanz, eben die Einheit. Das bist du. Das ist nicht etwas, was dich hervorbringt. Das bist du. Ich bin es auch. Das ist jeder andere Mensch und Tier, Pflanze, jeder Gegenstand. Es ist alles zusammen in einem noch ungetrennten, gänzlich ungetrennten Zustand. Diese Einheit, die hat drei Potenziale in sich. Im Anfang bist du eine Einheit, eine Totalität, eine Gesamtheit von allen Phänomenen, die voneinander noch gänzlich ungetrennt sind. Im Anfang gibt es keinen Unterschied zwischen dir und mir. Und am Stuhl oder der Couch, wo du jetzt gerade sitzt. Im Anfang ist alles eins. Diese Einheit bist du. Dieses goldene Licht, dieser goldene Urhonig, das bist du. Das ist nicht etwas Externes, was dich später hervorbringt. Nein, das bist du. Durch und durch, hundertprozentig. Diese Einheit, aus der du dich später formst, sie hat drei Potenziale in sich. Der erste Potenzial ist das Nichtsein. Die schwarze Leere, das Entwerden, die ewige
Atemlosigkeit, der Urtod. Der zweite Potenzial ist das Sein, das reine Bewusstsein der eigenen Existenz, das Gegenteil vom Nichtsein. Und der dritte Potenzial ist das Werden oder das Tun. Das ist das Bewusstsein dessen, dass alles möglich ist. Alles. Diese drei Potenziale schlummern in der Einheit, bis sie sich manifestieren. Das geschieht außerhalb der Zeit. Die Zeit ist noch nicht entstanden. Die entsteht erst später. Diese drei Potenziale sind also gleichzeitig und außerzeitig. Das Nichtsein, das Sein und das Werden. Das Sein und das Werden, das ist das, was im asiatischen Bereich als Yin und Yang bezeichnet wird, als das weibliche und das männliche Prinzip, als das passive und das aktive. Das ist die Stufe der Einheit. Das ist auch 0, 1 und 1 in der Reihe der lebendigen Zahlen, in der Reihe der Urprinzipien. 0 plus 1 ergibt die zweite 1. Das Sein und das Werden, beide sind primär, beide eins. Und dennoch ist das Männliche nach dem Weiblichen. Eins plus eins ergibt zwei. Das ist eine Explosion. Das ist ein Big Bang. Eine Polarität entsteht. Die Zahl 2, das Prinzip Polarität und Dualität. Die erste und wesentliche Polarität ist die Zweiheit von totalen Schöpfer und individuellen Schöpfern. Das ist der Unterschied zwischen dem Ozean und unzähligen Wellen auf seiner Oberfläche. Die Selbste sind Hologramme Gottes. In jedem Selbst ist alles enthalten, was in Gott enthalten ist, im Gott Schöpfer. Hier sind wir bei Wesenheiten angelangt, die schöpferisch werden. Darunter in der Einheit, in allen Potenzialen der Einheit, waren wir noch im Bereich des Absoluten. Hier auf der Stufe von 2 haben wir zwei absolut unterschiedliche Wesenheiten. Die eine Wesenheit, der Mensch-Schöpfer, der individuelle Schöpfer, verfolgt den Weg der Selbstwerdung. Das Ziel des individuellen Schöpfers ist die Erschaffung eines Schöpfers in Fleisch und Blut, eines Universalwesens in der endgültigen Verdichtung. Das Universalwesen ist der Mensch. Das Ziel und die Aufgabe und die Mission des totalen Schöpfers, des Gottschöpfers, ist die Erschaffung von allen möglichen Formen und Wesenheiten und Phänomenen in der Schöpfung. Das totale Schöpferische, Gott, Göttin, explodiert in die Schöpfung hinein, gebiert aus sich heraus Milliarden von Phänomenen, stirbt in die Schöpfung hinein, opfert sich gewissermaßen. Das geschieht durch die Aufteilung in drei Bausubstanzen der Schöpfung.
Information, Energie und Materie. 3 ist die Summe von 2 und 1. So setzt sich die Evolution fort. Auf der anderen Seite, auf der Seite des individuellen Schöpfers, bedeutet diese Dreiheit die drei kosmischen Instanzen, Geist, Seele und feinstofflicher Leib. Das ist die Entsprechung zwischen zwei Schöpferwegen. Nächste Stufe. 3 plus 2. Das Prinzip 5. Das Prinzip Manifestation. Das Prinzip Verdichtung. Materialisierung. Das totale Schöpferische. Gottschöpfer. Er schafft die ganze Schöpfung. Das individuelle Schöpferische. Der Mensch, die Selbste, erschaffen den inkarnierten Menschen. Gottheit in Fleisch und Blut. Auf der Bühne, mitten in der Szenerie, im Zentrum der Schöpfung, im Mittelpunkt des Universums. Es ist vollbracht. Hier ist die Spitze der Abtrennung erreicht, der Höhepunkt der Diversifizierung. Auch beim Menschen ist das Maximum erreicht, die maximale Entfernung zwischen dem Totalen und Konkreten, zwischen Selbst und Person. Der Tiefpunkt des Vergessens ist auch erreicht. Und hier auf dem Höhepunkt beginnt die Welle zurückzuschwappen. 5 plus 3 ergeben 8. Die 8 ist das Prinzip Rückverbindung. Religio. Rückerinnerung und Revolution. Es ist jetzt eine andere Richtung. Nicht mehr spezifischer, nicht kleiner, konkreter, fokussierter, sondern im Gegenteil. Es wird wieder breiter. Die Schöpfung und der Mensch erinnert sich wieder an seine Größe. Das ist die Aufgabe der älteren Selbste, die genug gespielt haben in ihren Inkarnationen und genug Erfahrungen gesammelt haben in der Kleinheit und Vergessenheit. Die können nicht mehr auf dieser Stufe was Sinnvolles rausholen. Daraus entsteht das Bedürfnis, zurück in die Größe zu gehen. Und das geschieht unweigerlich. Diese Bewusstseinserweiterung ist die Acht. Diese Verbindung, dieser ewige Fluss in sich hinein und aus sich heraus. 8 plus 5 ergeben 13. Das ist die letzte Zahl auf dieser Windung der Spirale. Denn die Reihe der lebendigen Zahlen ist keine Gerade, es ist eine Spirale. Und sie ist in 7 Oktaven aufgeteilt. Hier endet sich 1. Oktave. 13 ist das Prinzip Transformation, Transzendenz, Übergang in die neue Qualität, auch ins Feinstoffliche. Das ist auch das Sterben des Alten. Das ist
Quantensprung ins Neue. Das ist die Raupe, die sich in ihrem Kokon einschließt und sich auflöst, um Schmetterling zu werden. Das ist Alchemie, das ist der Zauber, das ist die Magie der Verwandlung. 13. Und danach beginnt die neue Windung der Spirale. 13 plus 8, 21. 21, das ist die neue erste Eins, der Neubeginn des Seins. Das ist die neue Einheit, die die Individualität beinhaltet, die die ursprüngliche Einheit nicht hatte. Die Individualität, wie auch alle anderen Stufen der Evolution inklusive Polarität, sind Errungenschaften unserer Entwicklung. Sie werden nicht fallen gelassen. Es geht nichts verloren. Es bleibt alles in uns in einem optimierten Zustand. Diese neue Individualität der Einheit ist Gottmensch, Venedig. Das bist du, der Zukünftige. Das ist die Bestimmung. Du bist nicht der, der du warst. Du bist der, der du wirst. Gut, mein Freund. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.